Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Food Haul. Wir haben lange kein Food Haul mehr gedreht. Wir waren bei Aldi und Lidl. Ich zeige euch mal kurz die Blumen, die uns Audrey gekauft hat. Und zwar zwei davon. Eins für Lina und eins für mich. Hauptsache, die haben keine Dingens, keine Vase. Ja. Jetzt müssen wir provisorisch Teller benutzen. Marsch! Was machst du mit dieser Bier? Alkoholfrei? Ach so, ich wollte... Ich schmeiße. Wir trinken nur mit Alkohol. Alkohol trinken, Mensch. Soll ich wegschmeißen? Ja, jetzt fangen wir mal mit dem Food Haul an. Ich habe einmal das hier gekauft. Ich weiß gar nicht, das ist Pudding. Flan Caramel. Das sah total lecker aus. Auf dem Foto sieht das voll lecker aus. Hat auf jeden Fall Vanille-Aroma und ich liebe Vanille. That's my favorite. Ah. Favorites. Wir haben übrigens, wie viel haben wir ausgegeben? 74 Euro. Ja, so 75 Euro. So, wir haben einmal hier Mini-Mozzarella gekauft. Einmal. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu hell, aber mir gefällt das so viel besser. Dann einmal Joghurt mit der Ecke. Wir haben sehr viel Joghurt. Komm, wir spielen jetzt. Ich muss das hier mal rüber switchen. Ja, ist besser. Voila, die Kamera ist hell. Ich habe die hell eingestellt. Schatz, warum sind hier zwei Küchenrollen? Was? Zwei Küchenrollen. Hier ist ein und da auch. Dann hat auch dann einmal Dessert mit Sahne gekauft. Ja. Bei Lidl. Ja. Dann wollte ich mal diese feuchtige Vanille ausprobieren. Voll viele meinten, die sind total gut. Und die sind auch sensitiv. Ohne Parfüm, ohne Zusatz von Alkohol und Farbstoffen. So, jetzt mal bei mir Marsha. Oh. Nicht Marsha, Marsha. Marsha. Dann einmal Paprika. Marsha. Dann unser Lieblings-Eistee von Arizona. Wir haben aber jetzt nur eine Flasche. Heißt das nicht Arizona? Arizona. Dann einmal, ich wollte Klopapier sagen. Mülltonnenalarm, Mülltüter. Mülltonne. Mülltüten. Ich liebe deine Deutsch. Ja, und ich deins. Frag mich nicht. Dann waren die reduziert auf 2,99. Ich habe jetzt zwei Packen mitgenommen für Lina. Einmal das, einmal das. Also pro Stück 1,50 ist echt günstig. Dann haben wir für Lina Hausschuhe gekauft. Die sind total biegsam. Also die sind wirklich... Sehr gut. Lina, willst du deine Hausschuhe anziehen? Ja, gib mir. Ich zieh sie jetzt. Da ist so ein Hund drauf. So ein Bulldogge ist das, oder? Genau. Lina, hier deine Schuhe. Dann hat Lina dazu passend ein Pyjama bekommen. Oh. Auch in derselben Optik. Schatz, du hast die 24 geholt. Du hast doch gesagt 24. Nein. Walla, du hast 24 gesagt an der Kasse, Lan. Scheiße. Ich schwöre, du hast an der Kasse 24 gesagt. Ola ist zu groß. Laber keine Scheiße. Guck mal. Ich schwöre, du hast 24 gesagt an der Kasse. Du meinst, Schatz, holst du, guck mal, ob's... Weil ich hab die falsche geholt. Eine war 23 oder 24. Ja. Egal, soll die mit einer dicken, zieht sie dann mit zwei Dingens an. Du hast auch diesen Zettel abgemacht, können wir nicht mehr zurückgeben. Dann haben wir einmal von Almi Joghurt. Das hat Lina gekauft. Aber egal, ist okay. Ist auch ein bisschen groß. Voila, mit diesen Einhornschuhen ist sie auch rumgelaufen. Obwohl das ein bisschen zu groß war. Schatz, wie viele Joghurt mit der Kasse gekauft, Lan? Und nochmal? Zwei. Ja, und deine Tochter hat auch hier Dinge so ähnliche gekauft. Dann hat auch einmal von Busch das mit Limetten geholt. Soll sehr gut riechen. Dann nochmal von Almi Joghurt Erdbeer. Ja, die fühlt sich gerade voll anders. Ich
Sind die zu groß? Ah, egal, kannst du für nächstes Jahr anziehen. Dann haben wir einmal Speisezwiebeln. Wow. Du siehst sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr schön. Dann we have hier einmal Stangenbohnen. Und, Schatz, was hast du für Möhren gekauft? Ja, normale Möhren, wa? Guck mal, als ob das abgebissen worden ist. Guck mal. Ach so. Einmal Möhren, jetzt schmeißt du es weg. Genau. Dann geht's weiter. Ich habe mir endlich so ein bisschen kleinere geholt. Das haben wir wirklich dringend gebraucht. Jetzt kann ich auch diesen Tiramisu machen mit den Oreos. Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Soll ich aber nachmachen? Und dann haben wir hier einmal Rosinenschnecken. Und einmal Rosinenschnecken, aber anders. Dann haben wir hier einmal Brokkoli, drei Kiwis für Lila. Und dann haben wir hier Mandarinen. Oh Leute, die schmecken so gut. Das sind diese Laugenbrötchen. Die sind perfekt für den Frühstück mit Frischkäse zusammen. Lecker. Dann haben wir einmal Joghurt. Es gibt nämlich bei uns die Tage Blumenkohl wieder. Ich glaube morgen oder so. Dann haben wir einmal Nussknacker. Der kommt jetzt. Nur ein. Dann haben wir einmal dreimal Latte Macchiato mit Vanillegeschmack. Und einmal Apfelmus. Egal, geht einfach nicht. Und das letzte ist Mais. Ja, das war es auch. Das war unser Einkauf. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Food Hauls wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein, weil ich bin mir nie so sicher. Und ja, ich hoffe, unser Einkauf hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.